Welcome back, Freunde, zu einem neuen Video. Ein schöner Sommerabend, Frühlingsabend hier in der Schweiz. Und was könnte man Besseres tun? Wir gehen jetzt ins Gym für eine dicke Arme-Schultern-Einheit. Ich möchte euch in die Session mitnehmen und heute ein Thema ansprechen, ja, über das natürlich viel gesprochen wird. Gerade jetzt kommen die Kommentare langsam wieder rein. Stoff, kein Stoff. Möchte ich mal stoffen? Habe ich mal gestofft? Euch ein bisschen was über dieses Thema. Meine Gedanken. Ihr wisst ja, ich coache auch sehr viele Leute im Natural Bodybuilding Bereich. Was ist mein Take dazu? Dementsprechend, lass uns losgehen. Lass uns dick durchballen. Let's go. Wir sind vor dem Gym. Bevor es jedoch jetzt in die Einheit reingeht, möchte ich euch noch ein kleines Prep-Update geben. Ich bin ja Natural Bodybuilder und momentan in meiner Wettkampfvorbereitung. Heißt, im Oktober möchte ich in absoluter Topform sein. Das heißt, ich muss all mein Körperfett verlieren. Wir haben angesetzt, dass ich auf 83 Kilo runter muss. Gestartet haben wir mit 96. Heute neues Tiefsgewicht mit 91,4 Kilo. Es wird langsam dünn. Das Gewicht geht abwärts. Was leider nicht abwärts geht, sind die Diätsymptome. Langsam spüre ich zum Beispiel kalte Hände. Ich spüre, dass der Hunger, der scheiß Hunger höher wird, gehört halt am Ende des Tages dazu. Aber was noch sehr, sehr gut läuft und dafür bin ich extrem dankbar, ist das Training. Also das Training wird immer noch oder ist immer noch fucking stark. Dementsprechend, ja, lass uns hier anknüpfen, lass uns ins Gym gehen. Übrigens hier gerade Pump Booster, der reingeht, EvoCraft, 30 Gramm. Kleiner Tipp, 5 Gramm mehr nehmen, knapp nochmal ein bisschen mehr. Ja, geht jetzt hier rein und es geht ab ins Gym. Und hier wird auch gerade noch der GNBF-Livestream angeschaut. Denn ein Athlet von mir startet dieses Wochenende. Wir waren jetzt bei 2 von 3 Shows vor Ort. 10 Stunden hin, 10 Stunden zurück. Heute hat Daniel die Betreuung vor Ort übernommen. Ich habe das Peking remote gemacht. Hat sehr gut funktioniert. Wir haben schon einen dritten Platz in den Junioren geholt an der GNBF. Und jetzt hier schauen wir, wie das Ganze bei den Männern noch ausgeht. Es sieht so aus, als würden wir dort auch noch den 4. Platz holen. Also hier Gymbrain in dieser Saison bis jetzt sehr, sehr erfolgreich. Wir haben hier eine Top 2 Platzierung und jetzt einen 3. Platz. Und so wie es aussieht, jetzt noch einen 4. Platz holen können bis jetzt in dieser Saison. Also ja, bis jetzt noch nie weiter als einen Platz vom Podest entfernt. Ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen, auch für die Herbstsaison. Ja, macht wirklich richtig viel Spaß, hier mit ambitionierten Athleten zu arbeiten, sie zur Bestform zu bringen, sie zu pushen, sie durch diese Journey in der Prep zu begleiten. Ja, gibt nichts Besseres. Ja, jetzt heißt aber für mich auch ballen. Top 3 Platzierung wurde am Ende des Tages doch noch abgeholt. Also nächste Top 3 Platzierung. Ja, hier bis jetzt noch nicht am Podest vorbeigesegelt. So muss das sein. Erfolgreicher Coaching-Abend somit. Und jetzt, ja, jetzt zum 5. Mal. Lass uns mit dem fucking Training beginnen. Wir sind somit in der ersten Übung hier. Momentum, Laterals, 2 Sätze, einfach schwer, einfach hochkrüppeln. Trotzdem, ja, hier wichtig, dass die Intention richtig ist, heißt, wir beschleunigen schnell, aber aus der seitlichen Schulter. Ja, und ich würde sagen, es ist Zeit für, ja, Frage Nummer 1, und zwar, bist du Lifetime Natural Natty? Das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin Natural Bodybuilder, heißt, ich habe nie irgendwelche Dinge genommen. Und ich sage euch auch, wie es dazu kam, ich trainiere hier seit 10 Jahren, in diesem Gym hier. Und das gibt es hier eigentlich wirklich auch nicht. Es gab so eine Person, die Stoff genommen hat. 2 Personen vielleicht. Aber ich hatte gar keinen Zugang zu dem. Also ich bin hier aufgewachsen. Die meisten Leute hier oder alle Leute hier sind Nerdy. Das ist sicherlich schon mal ein wichtiger Faktor. Dann bin ich auch in dieser Ära aufgewachsen. Als, ja, Patrick Reiser, Mischa Janiec. Das waren meine größten Vorbilder. Ich habe diese Vlogs von ihnen immer reingezogen. Ich habe mir ihre Videos reingezogen. Das ist auch einer der Gründe. Ich habe mir zum Beispiel das Lean Bulk System von Mischa Janiec jetzt gecrackt. Damals habe ich nicht bezahlt, muss ich ganz ehrlich sein, als ich noch ganz jung war. Das waren meine ersten Trainingspläne. Und die waren auch ziemlich solide, muss man sagen. Natürlich, jetzt, man weiß ein bisschen mehr, aber wir sind dadurch auch solide reingestartet. Darum, da kommt auch so dieser Hintergrund. Für mich war das, ja, für mich war das der Weg von Anfang an. Also darum auch, ja, dass ich bis jetzt Nerdy bin. Ich trainiere jetzt 10 Jahre.
10 Jahre Najid Nedi. Die Gains nehmen natürlich langsam ein bisschen ab und da kommen wir später dazu. Das kann es doch jetzt nicht sein. Ich wollte mir jetzt hier gerade ein Powerade rauslassen und jetzt gerade gesehen, dass es keins hat. Ja, somit heute kein Intra am Start. Ja, gibt es auch mal, aber ein Powerade ist wirklich ein klasse Intra. Gerade jetzt so in der Prep, 20 Gramm Carbs passen für mich eigentlich sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir wohl heute ohne Intra am Start. Auch passt eh, weil wir High Day haben und somit genügend Carbs. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe sonst eigentlich immer ein Intra am Start. Und zwar meistens 20 Gramm Maltodextrin und 15 Gramm Evonade. Heute habe ich mir gedacht, ich gönne mir einen Powerade, weil ich finde die schon sehr, sehr lecker auch. Ja, aber die billigere Version ist auf jeden Fall Malto mit Evonade. Da habt ihr auch noch einen kleinen Protein-Intake, ja, was auch sicherlich nicht schaden kann. Ja, dementsprechend lass uns weiter trainieren. Ja, das war gerade ein bisschen ein Fail. Dieser Angle war gerade fast so schlimm, wie Patrick Teutsch auf seinen Insta-Stories filmt. Ja, das war wohl nichts. Die zweite Übung war jetzt Seitheben hier mit der Schlaufe. Ich sage euch ganz ehrlich, ich finde es geiler, wenn man den Kabelauslass nicht zu hoch nimmt. Einfach, weil man dann von unten eine bessere Verbindung hat. Plus schaut auch hier, ihr könnt schon mehr Range of Motion mitnehmen, dann müsst ihr einfach das Schulterblatt mitwandern lassen. Ich sehe viele Leute das Schulterblatt hier fast so ein wenig in der Retraktion haben und dann diese Range of Motion mitnehmen. Und seht ihr, diese Bewegung macht ihr hier nicht aus der Schulter. Das sind dann einfach die Rotatorenmanschetten. Schaut, wenn ihr vor den Körper geht, Schulterblatt mitwandern lassen und sonst ist die Range of Motion hier zu Ende. Ihr könnt da ja ein bisschen reinziehen, könnt ihr schon, aber schnell beginnt ihr hier nach innen zu rotieren. Also wenn ihr reingeht, Schulter mitwandern lassen. Kleiner Tipp. Man sieht mir auf jeden Fall auch auf der Kamera die Flachheit an. Ich glaube, der Hoodie, der muss noch mal dran, bis wir ein bisschen besseren Pump haben. Ja, das ist das Game als Nedi. Ja, in der Diät ist man auch mal richtig ekelhaft flach. Part of the Game. Ja, gehört dazu. Fühlt man sich mal ein bisschen dünn. Aber ja, hier wieder Moment genießen. In der Offseason wünscht man sich, dass man so aussieht. Dann ist man in der Diät. Man wünscht sich, man wäre prall. Man wünscht sich, man wäre stark. Dementsprechend, ich genieße einfach die Phase, in der wir drin sind. Flach sein gehört jetzt einfach ein bisschen dazu. Daniel ist mich hier schön am Runterhungern. Das sind die Sätze, die zählen, Freunde. Die Prep beginnt langsam. Die Sätze werden härter. Come on! Wir sind hungrig. Come on! Und somit wieder einen Satz gehalten. 6 Reps waren es hier wieder. Und ihr denkt jetzt vielleicht, der Typ spinnt ein wenig. Was macht er da? Ja, das ist die Prep. Da geht es darum, die mentalen Ressourcen mobilisieren zu können. Ja klar, wir sind noch nicht tief right drin. Es wird noch, ja, wir werden sehen, wie tief, man sagt auf Englisch, the rabbit hole goes. Es wird tief werden, aber ja, nur schon jetzt, es ist 9 Uhr abends, dieser Satz, der fordert schon ein bisschen was. Das ist noch nichts. Wir werden gnadenlos exekuten, gnadenlos alles durchziehen, das ist völlig klar. Aber das braucht's. Da darf man jetzt nicht, ja, nicht die Tür hinten rausnehmen, sondern da muss man mit dem Kopf durch die Wand. Ah.
So, zwei Sätze werden geschafft hier an der Schulterpresse und wir gehen hier in Thema Nummer zwei, und zwar, was halte ich von Stoffen? Ich kann euch hier zeigen, was ich gerade mir angeschaut habe. Ich habe mir gerade ein Phil Heath Video angeschaut. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich tief im Enhanced Bodybuilding drin. Also ich schaue mir Olympia an, mein Lieblingspodcast ist der Podcast von Fuad Abiyat, der Real Bodybuilding Podcast, Brochat. Also ich schaue mir dieses Zeug echt sehr, sehr gerne an. Und ich finde auch wirklich, jeder soll am Ende des Tages seine Entscheidung selbst treffen. Also ich bin keiner dieser religiösen Natural Bodybuilder, die jetzt hier auf ihrer Mission sind, die jetzt hier von Tür zu Tür gehen und versuchen, alle vom heiligen Natural Bodybuilding zu überzeugen. Sehe ich nicht so, aber ich habe eine ziemlich starke Meinung, was angeht, ja, ob es Sinn macht zu stoffen oder nicht. Und da kommen wir ja dann im dritten Teil dazu. Und zwar, ja, wie ich sehe, werde ich für immer Nelly bleiben. Was ist momentan mein Take dazu? Aber erstmal müssen wir ein bisschen mehr Stimulus, ein bisschen mehr Fullness in den Oberkörper reinbringen. Die nächste Übung ist die Bro-Übung schlechthin. Ein Pushdown mit der SZ-Stange. Ich weiß auch nicht, aber diese Übung, ich habe die früher schon immer gemacht, die ist schon fucking geil. Basic, aber geil. Auf Sam Sulek angelehnt. Jetzt einfach ein paar Sätze Push-Outs ballen. Natürlich brauchen wir dafür den Chin-Pin. Der Stack reicht natürlich nicht. Freunde, immer und immer und immer wieder, noch 20, 30 Wochen werden wir das jetzt einfach wiederholen. Einfach Satz für Satz, Tag für Tag, Schritt für Schritt marschieren wir Richtung Bestform. Ihr seht es langsam, der Punkt, der kommt rein. Und here we go, kleiner Oberkörperformcheck. So, wir haben natürlich einen guten Pump drin in den Schultern und in den Armen. Yes, so sieht das Ganze momentan aus. Ich muss hier noch ein bisschen zurückstehen. Kamera noch ein bisschen hoch, damit ihr hier den ganzen Oberkörper seht. So, ihr seht die Bauchwand. Die ist schon echt sehr, sehr lean. Also da befindet sich nicht mehr viel Fett. Auch so in den Armen. Ihr seht hier Trizepsstreifen mit viel Fantasie. Natürlich da jetzt auch viel Pump drin. Und natürlich auch die Delts gut auf Pump. Dann, ja, den habt ihr wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen. Natürlich jetzt ohne Chest Pump. Da sieht das auch nicht ganz so ehrenlos aus. Ja, wir gehen hier mal ein paar Posen durch. Side Triceps, Side Chest. Ab Posing wird momentan viel gearbeitet. Das kommt langsam auch viel, viel besser. Dann Front Double Biceps. Boah, ich sag's euch ehrlich, mit dem Lowest Weigh-In, so flach wie ich jetzt bin, war ich echt noch nie diese Prep. Also, das ist wirklich gottlos gerade. Natürlich, jetzt sieht es nicht so flach aus, aber in den Muskeln, wo ich keinen Pump drin habe, ist es wirklich richtig, richtig schlimm. Ja, Weihnachten ist es auch schon bald. Yes. So sieht Status Quo momentan aus. Noch kurz die Beine zeigen. Ja, die Beine, die sind eh kein Problem. Die werden lean. Auch natürlich da schon leichte Glutstreifen am Start. Jetzt das, was ich vorhin angesprochen habe, und zwar
meiner Meinung nach darf man halt einfach doch nicht vergessen, dass Steroide fucking ungesund sind. Und ich glaube, viele Personen da draußen sollten erstmal ihr Potenzial natural mehr nutzen, sich bewusst sein, was halt da abgeht. Schlussendlich, jeder muss selbst entscheiden, aber ich glaube, viele verschwenden ihre Gesundheit, weil für mich, und da kann ich jetzt einfach nur für mich sprechen, ich würde nur on gehen, wenn mein Ziel wäre, ich will auf der Olympiabühne stehen. Und warum ist das nicht mein Ziel? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube nicht, dass ich die Genetik dafür habe, ganz oben mitzuspielen. Wenn ihr mich anschaut, ich kann es gut kaschieren auf dem Video wie vorhin, aber wenn ich hier sitze in einem Tanktop, ihr seht, wie schmal ich aussehe. Ihr habt es auch zum Beispiel gegen Julian gesehen. Ich habe einfach nicht breite Schlüsselbeine. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich IFB Pro schon, aber ich werde nie ein richtig, richtig guter IFB Pro. Und dementsprechend ist es mir nicht wert. Ich muss sagen, mein Traumkörper auch ist natural erreichbar. Dementsprechend momentan für mich keine Option. Es kann in der Zukunft immer noch vorkommen, dass ich sage, hey, ich will diesen Schritt gehen. Ich möchte schauen, ob es klappt. Ich möchte schauen, was ich aus mir rausholen kann. Aber dann ganz klar mit der Vision Bühne, weil ihr müsst euch bewusst sein. Ich finde, es gibt zwei Optionen. Option A, du willst mehr als natural erreichbar ist. Dann ist Stoffen oder kann Stoffen die richtige Option sein. Du hast Ambitionen, die höher sind. Option B, du bist ein fauler Hund und willst dir die Abkürzung holen. Musst du es natürlich abwägen gegenüber der Gesundheit, aber das finde ich halt dann irgendwo durch ein bisschen eine dumme Idee, weil kann man in unserem Alter wirklich abschätzen, wie viel wert Gesundheit ist, wie viel wert ein Lebensjahr mehr, weniger ist? Ich weiß nicht, ich glaube, diese Formel akkurat zu gestalten, wäre ziemlich hart. Dementsprechend, das ist mein Take, ich werde nerdy bleiben, ich werde versuchen, das Natural Limit ans obere, ja, ans Maximum zu pushen. Wir haben Beispiele im deutschen Raum, die das fucking weit getrieben haben, ich werde es auch so weit und noch weiter treiben, gerade in den Körperpartien, wo ich stark bin. Ich möchte die besten Nerdy-Beine haben, die es jemals gegeben hat. Ich möchte so viel beugen, wie noch nie jemand als Natural Bodybuilder gebeugt hat. Ich möchte zu den besten Natural Bodybuilding Coaches gehören. Und dementsprechend machen wir hier weiter. Und somit, Freunde, beende ich noch den letzten Satz des Trainings und dann wäre das geschafft. Wie jedes Mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wirklich an jede einzelne Person, die meine Insta-Story schaut, die meine Bilder kommentiert, die mir Kommentare schreibt, die oder auch nur schon das Video anschaut. Vielen, vielen Dank für den Support, das ist absolut nicht selbstverständlich. Ja, auch das Leben, das ich jetzt hier führen darf. Ich bin ja das, was ich mir mit 16 erträumt hätte. Und wir sind natürlich noch nicht am Ende. Neue Projekte stehen an, neue Dinge stehen an. Es wird weiter gewachsen auf allen Ebenen. Und ihr seid mit dabei. Ihr seid hoffentlich selbst auf eurer Journey auch am Wachsen, auch am Gas geben. Dementsprechend, was auch immer ihr gerade macht, Peace out, viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.